die Edina. Hey, jemand da? Hey, Eddie. Du, heute wurde nach dir gefragt. Ja. Willst du mit rauskommen? Okay. Und zwar hat mich die Stefanie gefragt, die hatte ich vor einigen Jahren auf einem Video gesehen und hat gemeint, dass du da auch ziemlich krassen Haarausfall an den Hinterläufen hattest und an den Vorderläufen. Dieses Jahr sieht es um Welten besser aus als sonst jedes Jahr. Es war schon jedes Jahr der Fall gewesen, dass du hinten, die ganzen Hinterläufe waren ja kahl gewesen, ne? Und vorne auch. Die hatte ich vorher so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich gucke ja meine Katze schon ganz genau an, habe ich gedacht, ne? Und da ist mir nie irgendwas aufgefallen, dass da irgendwas rumwuselt. So, und dieses Jahr hatte Eddie keinen Haarausfall. Was habe ich geändert? Das Einzige, was ich gemacht habe, was vorher nicht so war, ist, dass ich mir Pflanzzelte in die Wohnung gestellt habe mit Vollspektrum-LED-Lampen. Und seitdem ich die hier drin stehen habe, lag die den ganzen Winter jeden Tag mehrere Stunden in dem Zelt und hat sich von dem Vollspektrum-LED-Licht bescheinen lassen. So ungefähr sieht das Licht aus hier. Das ist jetzt eine selbstgebastelte. Es gibt ganz viele im Internet momentan zu kaufen. Ich suche da auf eBay immer nach Full-Spektrum-LED und dann kann man sich die verschiedenen Lampen anschauen. Und gerne stelle ich mir auch selbst LEDs zusammen, LED-Lampen zusammen. Das Einzige, was man dafür braucht, sind diese einzelnen LED-Chips. Ich nehme da gerne Vollspektrum-Chips, 420-Nanometer-Chips und 480-Nanometer-blaue Chips. Die mixe ich dann immer und betreibe sie mit einem PNP-REMF-Charger an einem normalen LED-Treiber. Ich könnte die jetzt auch mit normalen LED-Treiber betreiben, aber in meiner Erfahrung ist dann entweder gehen die LEDs dann irgendwann kaputt oder der LED-Treiber geht kaputt. Wenn ich den REMF-Charger dazwischen schalte, dann komme ich in der Lichtleistung um die 10-20% runter, aber er verbraucht nur noch so 60% ungefähr der Leistung. Die LEDs werden immer ganz so heiß und es hält alles länger. Also hier den Schrank, den habe ich jetzt bestimmt schon 2-3 Jahre im Dauerbetrieb sozusagen. Momentan sind Paprikapflanzen hier drin. Die sind schon wieder viel zu groß. Und so in der Art und Weise habe ich auch ein größeres Zelt zusammengebaut, natürlich mit mehr LEDs dann oben drin, dass ich so auf eine Stromleistung von 100 Watt komme ungefähr. Und da lag meine Katze dann den ganzen Tag drin, oder mehrere Stunden besser gesagt am Tag, hat drin geschlafen. Und dieses Jahr gibt es keinen Haarausfall, weil sie höchstwahrscheinlich keine Herbstgrasmilben mehr an den Pfoten hat, weil die UV-Licht wahrscheinlich nicht so mögen. Deshalb treten die ja im frühen März hauptsächlich auf und im späten Herbst, im Oktober, wenn es draußen so richtig schön dunkel ist und die Sonne nicht das machen kann, was sie machen soll. Aber wenn wir uns die Sonne in den Raum holen können, dann sieht es ja alles schon ein bisschen anders aus. Und auch wenn das dann ein bisschen effektiv ist, ne? Wenn das halt alles so viel Strom zieht. Und alles so heiß wird, sondern mehr Licht rauskommt als normal. Ich habe einen coolen Nebeneffekt gefunden, dass das meine Katze gleichzeitig mitgeheilt hat. Diesen Mix aus LED-Lampen. Und vielleicht klappt es bei euch auch. Ne, gebt mal Feedback. Ne, stellt euch auch mal so eine Pflanzenlichtlampe in den Raum. Und guckt mal, was passiert. Ob auch eure Katze da reingeht und den ganzen Tag im Winter da drin pennt. So, gut, okay. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, vielleicht hilft es euch. Macht's gut.